Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wutstoppenbox von Damon. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wutstoppen von Damon, das Ganze am 29. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Damon. Wir haben hier eine Box in einem sehr eigenartigen, in einem sehr ungewöhnlichen Format. Und zwar haben wir hier die Deluxe Box in einer Sargform. Also sieht wirklich aus wie so ein kleiner Holzsarg. Das Artwork hier entsprechend in Holzoptik gestaltet. Wir haben hier wirklich so die Maserung des Holzes. Dann haben wir hier so ein Kreuz. Und zwar lesen wir hier, es ist so Hochglanzaufdruck, also im Licht sieht man das noch besser. Wir lesen hier Wut stoppen, Wut in beide Richtungen, also sowohl von links nach rechts, als auch von rechts nach links. Stoppen einfach senkrecht von oben nach unten. Ansonsten, wie gesagt, rundum hier in dieser Holzoptik. Und auf der Unterseite haben wir dann hier noch den Damon-Schriftzug verewigt. Und hier unten dann noch die Infos zum Album. Also ein Barcode. Das Ganze ist erschienen über Deluxeboxen bzw. KRB Mode. Okay, gut. Dann schauen wir mal rein. Der Boxdeck ist abnehmbar. Von innen schwarz. Und dann haben wir hier den Inhalt. Wir haben hier zum einen Textilinhalt. Eine Kapuze, dann natürlich das Album an sich, Wut stoppen, eine Autogrammkarte, einen Sticker und eine Halskette, also ein Dogtag. So, die Box ist leer, wie gesagt, auch hier von innen in schwarz. Packen wir mal wieder zusammen, legen sie zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. So, das Album kommt im Jewel Case. Auf dem Cover haben wir hier auch wieder, zumindest im Hintergrund, diese Box zu sehen. Dann hier Damon, wie man ihn kennt, mit schwarzer Kapuze verhüllt. Darunter Albumtitel plus Interpret. Und hier dann wie so Schläuche, die hier so laufen. So, auf der Seite beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Tracks sind es geworden. Features haben wir auch mit dabei, 5 Stück. Einmal ein Feature von Say It, dann Sensor, Kronkel Dom, Gary Washington und Johnny Dixon. Dann hier auch wieder die Infos zum Album, also die beteiligten Labels. Wir schauen rein. Booklet ist hier links. So, was haben wir hier? Foto. Dann geht's hier los mit den ganzen Produzenten-Infos, wer an den ganzen Tracks hier beteiligt war. Weitere Infos zu den Tracks. Dann eine umfangreiche Danksagung, die komplette Seite. Hier geht's noch weiter, also doppelseitig. Dann hier noch eine kurze Widmung. Und was haben wir hier noch? Die Credits zum Album. Wunderbar. Gut. Also die wichtigsten Infos sind hier drin, ein paar Fotos oben drauf. Dann haben wir die CD, die kommt hier in schwarz mit rotem Aufdruck. Sieht so aus. Und dahinter wieder Damon, der Kapuzenmann. So, dann haben wir als nächstes eine Autogrammkarte mit dabei. Die kommt hier im Hochformat, mit weißem Stift unterschrieben hier unten. Hier dann noch KRB und auf der Rückseite lesen wir noch Lang lebe der Mode. Also unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Als nächstes haben wir noch einen Sticker mit dabei. Auch hier wieder KRB Mode und dieser Sticker kommt kreisförmig. Kann man hier dann so rauslösen in Schwarz und Weiß und Hochglanz. Einmal der Sticker. Als nächstes haben wir die Halskette, das ist hier glaube ich noch zu
zugemacht. Genau. Na. Möchte nicht ganz raus. So, aber jetzt. So, was haben wir hier? Wir haben hier so eine klassische Halskette mit seiner Kugelkette. Man kennt die. Dann hier auch der entsprechende Verschluss. Hier kann man das Ganze dann natürlich auch enger machen, wenn man die Halskette etwas enger tragen will. Und dann hier ein Dogtag-Anhänger in Schwarz und Silber. Das KRB-Mode hier ist entsprechend geprägt, also das kann man hier wirklich spüren, das steht hier so vor. Silber Hochglanz und Schwarz Rückseite Glattsilber. Ja, so sieht die aus. Damit kann man KRB-Mode repräsentieren. Und als letzten Boxinhalt, ein sehr ungewöhnlicher Boxinhalt, meiner Meinung nach, haben wir hier tatsächlich eine Kapuze, mehr oder weniger, mit so einem Halsansatz. Also, um sich das mal besser vorzustellen. Hier ist die Vorderseite. Hier haben wir noch ein paar Fusseln, aber hier haben wir weiß aufgestickt den Damon-Schriftzug. Und dann haben wir hier die Kapuze, die zwei Bändel, mit denen wir entsprechend zuziehen können und das enger machen können. Auf der Rückseite nochmal KRB-Mode, auch das hier aufgestickt in weiß. Und das kann man sich dann wirklich wie so einen Schal oder wie eine reguläre Kopfbedeckung über den Kopf ziehen. Wir haben hier noch ein Zettelchen, was lesen wir hier? DLXTX, also ich glaube, das sind so die Textilprodukte von Deluxe-Boxen. 100% Polyester One Size. Wo das Ganze hergestellt ist, geht aus diesem Zettel nicht hervor. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Ja, also ein ungewöhnlicher, aber auf jeden Fall passender Boxinhalt. Wenn man den Künstler kennt, dann hat das auf jeden Fall mit dem Künstler zu tun. Hier innen auch alles in Schwarz gehalten. Ist hier außen so eine, so ein Fließstoff, so ein weicher Fließstoff. Und innen dann, würde ich sagen, also kein Vlies, so fühlt sich eher so nach regulärer Baumwolle oder so an. Und das kann man dann gerade wo auch immer zum Skifahren oder auch in den kalten Wintermonaten auch regulär so drüber tragen, wenn man möchte. Ja, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Kapuze hier zum Überziehen. Dann haben wir die Halskette hier mit dem Dogtag-Anhänger. Den Sticker, kreisförmig, die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat und natürlich das Album an sich, Wutstoppen im regulären Jewelcase mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, in dieser Sargbox. Wutstoppen von Damon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Damon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.